Dear friends, walk slowly, but I also eat very slowly. Liebe Freunde, ich gehe langsam, aber ich esse auch langsam. I don't know how much time you use for eating lunch, but in Plum Village, at least 1 hour is needed. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr braucht, um ein Mittagessen zu essen, aber in Plum Village brauchen wir mindestens 1 Stunde. We learn to chew our food about 50 times. Und wir lernen unser Essen mindestens 50 Mal zu kauen. And during the time of eating, we learn how to be aware of the presence of the food and also the presence of members of the Sangha that are around us. Und während wir essen, lernen wir es, uns gewahr zu sein der Präsenz des Essens und der Präsenz der Sangha-Mitglieder, die mit uns essen. And we learn to eat in such a way that during the time of eating, peace and joy be possible. Und wir versuchen so zu essen, dass wir in der Zeit des Essens Frieden haben und uns wirklich erfreuen daran. And that is not practiced only during retreats. It is the practice of every day. Und das ist nicht nur eine Praxis oder Übung, die wir während Retreats machen, sondern das ist etwas, was wir täglich machen. Maybe some people will think that we don't make good use of our time, but that's the way we eat. Manche Menschen denken, wir nutzen unsere Zeit nicht gut, wenn das schon die Art ist, wie wir essen. I have found that if you eat slowly, you don't have to eat a lot. Ich habe herausgefunden, dass wenn man langsam isst, man nicht viel essen muss. And if you chew your food carefully, and then with less food, you get the same amount of nutrition or even more. Und wenn du das Essen sorgfältig kaust, hast du mit weniger Essen dich genauso gut ernährt, wenn nicht sogar besser. And we learn to eat in such a way that compassion be born in us during the time of eating. Und wir lernen es auch so zu essen, dass in der Zeit des Essens Mitgefühl in uns erweckt wird. The Buddha, our teacher, told a story about a young couple who tried to cross the desert with their young little boy. Und der Buddha hat uns eine Geschichte erzählt von einem Paar, das versucht hat, mit ihrem jungen Sohn die Wüste zu durchqueren. They brought along food and water, and in the middle of the journey, they found out that the amount of food and drink they brought was not enough. They were going to die, 3 of them, because of hunger. Und sie hatten Nahrung und Wasser bei sich, aber in der Mitte der Wüste stellten sie fest, dass es nicht genug Essen war, sondern dass sie alle verhungern werden. And when they found out that, they made a very difficult decision, that is to kill their little boy in order to eat the flesh, hoping that you'll be able to go out of the desert. Und als sie dies feststellten, trafen sie eine sehr schwierige Entscheidung. Sie entschlossen sich, den Jungen zu töten und sein Fleisch zu essen, um in der Lage zu sein, die Wüste zu durchqueren. And every day after having eaten a piece of their son's flesh, both the young father and the young mother cried and said, "Where are you, my beloved son?" Und jeden Tag, nachdem sie dieses Fleisch gegessen hatten, weinten der Vater und die Mutter und fragten, wo bist du, geliebter Sohn? But finally they were able to get out of the desert and survive, both of them. Letztlich waren sie in der Lage, das Ende der Wüste zu erreichen, und sie überlebten beide. And after having told the story, the Buddha turned to his monks and nuns and asked this question, "My friends,
Do you think that the young couple enjoy eating the flesh of their little boy? Und nachdem der Buddha diese Geschichte erzählt hatte, fragte er seine Schüler, glaubt ihr, dass dieser Vater und diese Mutter Freude daran hatten, ihren jungen Sohn zu essen? And all the monks and nuns replied that it would be impossible for anyone to enjoy eating the flesh of their own son or daughter. Und alle Mönche und Nonnen antworten, dass wohl niemand auf der Welt Freude daran finden könnte, den eigenen Sohn oder die eigene Tochter zu essen. Then the Buddha said that if we do not eat mindfully, we are like eating the flesh of our own little boy. Und der Buddha sagte, wenn wir nicht achtsam essen, ist es genauso, als würden wir das Fleisch unseres eigenen Sohnes essen. By not eating mindfully, we destroy our own body. That is something that has been transmitted to us by our parents and ancestors. Wenn wir nicht achtsam essen, zerstören wir dadurch unseren eigenen Körper, diesen Körper, der uns mitgegeben wurde von unseren eigenen Eltern und Vorfahren. And by not eating mindfully, we ruin our body and we hand it down to the next generation suffering and pain. Und wenn wir nicht achtsam essen, ruinieren wir unseren Körper und geben damit an die nächste Generation Leid und Schmerz weiter. When we ingest the kind of food that will bring toxins and poisons into our body, we are destroying ourselves and we are destroying the bodies of our parents and ancestors that are in us. Wenn wir Dinge in uns zu uns nehmen, die toxisch sind oder die giftig für unseren Körper sind, zerstören wir ihn und zerstören damit diesen Körper unserer Eltern und unserer Vorfahren. And when we ingest toxins and poisons while eating, we destroy our children and their children at the same time. Und wenn wir Dinge zu uns nehmen, die toxisch sind oder giftig, zerstören wir damit auch den Körper für unsere Kinder gleichzeitig. And that is why eating not with mindfulness is like eating the flesh of our own children. Und daher ist ein unachtsames Essen genauso, als würde man die eigenen Kinder essen. According to statistics made by the UNESCO, 40,000 children die every day because of the lack of food and nutrition. Laut Statistiken der UNESCO sterben täglich 40,000 Menschen aufgrund von Nahrungsmangel. Every day. Jeden Tag. And if we eat not mindfully and if we drink mindfully, we are really eating the flesh of these babies and children. Also 40,000 Kinder. Und wenn wir nicht achtsam essen und achtsam trinken, essen wir an sich tatsächlich das Fleisch dieser Babys und Kinder. Eating with mindfulness means when you eat a piece of meat, you look deeply and you know how much cereal, how much grains people have used in order to fabricate that little piece of meat. Achtsam zu essen heißt, wenn du ein Stück Fleisch isst, du dir dabei gewahr bist, wie viel Nahrung, also wie viel Getreide eigentlich gebraucht wurde, um dieses kleine Stück Fleisch herzustellen. When you drink your liquor with mindfulness, you will find out that a great deal of grain has been used in order to make the liquors for us. Wenn du Alkohol trinkst voller Achtsamkeit und tief hineinschaust, wirst du feststellen, wie viel Getreide dafür verbraucht wurde, um diesen Alkohol herzustellen. And a professor in France said that if only the developed countries in the West reduce the eating of meat and the drinking of alcohol by 50%, the problem of hunger in the world may already be solved.
Ein französischer Professor hat festgestellt, wenn die sogenannten entwickelten Länder im Westen ihren Fleischverbrauch und ihren Alkoholverbrauch nur um 50% reduzieren würden, wäre das Hungerproblem in der gesamten Welt gelöst. The 40,000 children and babies who die every day because of the lack of food and nutrition, they are our children and little children, grandchildren. Diese 40,000 Kinder und Babys, die jeden Tag an Unterernährung sterben, sind unsere Kinder, wie unsere Kinder. And if we drink and eat not mindfully, it is exactly that we are eating the flesh of our own children. Wenn wir nicht achtsam essen und trinken, ist es tatsächlich so, als würden wir das Fleisch unserer eigenen Kinder essen. And that is why eating or drinking may destroy compassion that is within us. Und so kann Essen und Trinken Mitgefühl in uns zerstören, was in uns eigentlich vorhanden ist. If we learn how to eat and drink mindfully, we'll be able to develop compassion in us. Wenn wir lernen, achtsam zu essen und zu trinken, werden wir lernen, Mitgefühl in uns zu entwickeln. Without compassion in our heart, we cannot be a happy person. Ohne Mitgefühl im Herzen können wir kein glücklicher Mensch sein. Without compassion in our heart, we cannot relate to living creatures around us. Ohne Mitgefühl im Herzen können wir uns nicht in Bezug setzen zu Menschen oder lebendigen Wesen in unserem Umfeld. Without that energy of compassion in our heart, we cannot open ourselves to the world outside. We become completely cut off from the world. Ohne Mitgefühl in unserem Herzen oder die Energie des Mitgefühls in unserem Herzen können wir uns nicht der Welt gegenüber öffnen. Wir sind von ihr abgeschnitten. And it is why it's very important that we keep compassion alive in us and we practice. Eating and drinking in such a way that the energy of compassion could be generated in each of us. Und so ist es wichtig, Mitgefühl in uns zu erwecken und zu erhalten, und dass wir auf eine Art und Weise essen und trinken, dass Mitgefühl in uns, in jedem von uns, erzeugt werden kann. If we look deeply into the way we grow our food, we will see that we are doing the same with many species of living beings. We are eating their flesh because a lot of them die and disappear from our planet because of the way we grow our food. Auch wenn wir uns anschauen, wie wir unsere Nahrung eigentlich wachsen lassen, werden wir entdecken, wenn wir tief hinschauen, dass auch hier wir das Fleisch vieler Lebewesen essen. Durch die Art und Weise, wie wir es wachsen lassen, zerstören wir viele Lebewesen auf dieser Welt. The Buddha used a very drastic kind of image in order to wake us up to the reality that we are living in. Der Buddha benutzte ein sehr drastisches Bild, um uns aufzuwecken und uns sehen zu lassen, in welcher Realität wir eigentlich leben. If there will be a future, and that depends somehow on our way of consuming and eating every day. Die Zukunft hängt in vieler Hinsicht davon ab, wie wir jeden Tag konsumieren oder essen. According to the Buddha's teaching, for a future to be possible, you should practice loving. Gemäß der Lehren des Buddhas heißt es, damit eine Zukunft überhaupt möglich sein kann, müssen wir lieben üben. Without love, the world cannot survive. Without love, one cannot be happy. Ohne Liebe kann die Welt nicht überleben. Ohne Liebe können wir nicht glücklich sein. And love is an art that we have to learn. Und Liebe ist eine Kunst, die wir lernen müssen. And the teaching of love in Buddhism is so deep, is so clear, that we can learn
and applied in our daily life. Und die Lehren über die Liebe, die der Buddha uns gab, sind so tiefgehend und auch so klar, und wir können lernen, sie in unserem täglichen Leben anzuwenden. Tonight I would like to share with you some of the practice of true love. Und heute Abend möchte ich gerne einige dieser Praktiken über wahre Liebe mit euch teilen. I would not be happy if I only offer you ideas. Ich wäre nicht glücklich, wenn ich euch nur Ideen darbringen würde. According to the teaching of the Buddha, to love first of all means to be there, to be present. Gemäß der Lehren des Buddhas bedeutet zu lieben erst einmal da zu sein, präsent zu sein. How can you love if you are not there? Wie kann man lieben, wenn man nicht da ist? I know a father who told his little boy that he would like to buy him a birthday present, and he would like to know what kind of birthday present his son would like to have. Ich kenne einen Vater, der seinem Sohn sagte, ich möchte dir ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Und er fragte ihn, was möchtest du denn haben? The young man was confused. It seemed that he did not need anything. Der junge Mann war etwas verwirrt. Es schien, als würde er nichts brauchen. His father is a very rich, extremely rich businessman and could afford to buy him anything he wants. Der Vater war ein sehr reicher Geschäftsmann und hätte ihm alles kaufen können, was er nur wollte. The young man wanted just one thing, but he knew that that thing could not be bought. Und der junge Mann wollte eigentlich nur eines, aber er wusste auch, dass man das nicht kaufen konnte. And that is the presence of his father for him. Und das war die Präsenz, die Gegenwart seines Vaters für ihn. So that is why after a few moments of reflection he said, Daddy, I want you. Und nach einem kurzen Moment des Nachdenkens sagte er daher, Vater, ich möchte dich. You might be very rich. You might be very famous, but are you able to offer your presence, your true presence, to the person you love the most in the world? Du kannst sehr reich sein und sehr berühmt, aber bist du wirklich in der Lage, demjenigen, den du am meisten liebst, deine Präsenz zu gewähren? Because your presence is the most precious gift you can make to the person you love. Denn deine Präsenz ist das kostbarste Geschenk, was du dem, den du am meisten liebst, geben kannst. And that is why, according to the Buddhist teaching, to love is first of all to make yourself present and available to the person you love. Und daher ist gemäß der Lehren des Buddhas eben dieses zu lernen, zu lieben, genau die Art und Weise, wie man sich selbst zum Geschenk macht und sich selbst zur Verfügung stellt für denjenigen, den man liebt. In order to be there for the person you love, you have to struggle in order to get rid of the things that do not allow you to be really there. Namely, you have to fight for your freedom. Um tatsächlich da zu sein für den anderen, musst du erst einmal gegen all das ankämpfen, was dich daran hindert, tatsächlich da zu sein. Das heißt, du musst um deine Freiheit kämpfen. Each of us is bound to so many things. Jeder von uns ist an so viele Dinge gebunden. And because of that, we cannot be really there for the person we love. Und aus diesem Grund können wir nicht wirklich für denjenigen da sein, den wir lieben. And that is why love here also means the fight to restore, to get back your freedom. Und aus diesem Grunde heißt hier lieben anzukämpfen, also zu kämpfen, um überhaupt diese Freiheit wiederzugewinnen. In the Buddhist tradition, we have many ways of practicing in order to be able to free ourselves. In der buddhistischen Tradition haben wir sehr viele Übungen, die uns helfen können, uns zu befreien. For instance, you practice breathing in mindfully, saying that I am really here, alive. And you breathe out calmly, and you smile, and you say,
I'm smiling to life. Und so gibt es zum Beispiel die Praxis der Achtsamkeit. Man atmet ein, achtsam, und sagt sich selbst, ich bin wirklich hier, lebendig. Und man atmet aus, lächelnd, und sagt, ich lächle dem Leben entgegen. And if you can breathe in and out like that two or three times, you will be able to be free again from these preoccupations. Und wenn man nur zwei oder dreimal auf diese Art und Weise atmet, kann man frei sein, frei von all seinen Sorgen. Breathing in, I know I am alive, sitting here. Breathing out, I smile to life. Einatmend weiß ich, dass ich lebendig bin, hier, während ich sitze. Ausatmend lächle ich dem Leben entgegen. According to the Buddha, life is available only in the present moment. Gemäß des Buddhas gibt es das Leben nur im gegenwärtigen Moment. He said that the past is already gone and the future is not yet there. Er sagt, die Vergangenheit ist schon vorbei und die Zukunft ist noch nicht gekommen. There is only one moment for you to be alive. That is the present moment. Es gibt nur einen Moment, in dem man lebendig sein kann, und das ist der gegenwärtige Moment. Life can be touched only in the present moment if you miss your appointment with the present moment, you miss the appointment with life. Mit dem Leben kann man nur im gegenwärtigen Moment in Berührung kommen. Verpasst man diesen gegenwärtigen Moment, verpasst man das Leben. That is why to go back to the present moment and to be alive in the present moment is the most important practice of Buddhist meditation. Daher zurück zum gegenwärtigen Moment zu kommen und damit in Kontakt zu kommen, ist eigentlich das Wichtigste an der buddhistischen Meditation. Let us practice breathing in and out together a few times. Breathing in, I know I am alive. Breathing out, I smile to life. Enjoy your breathing. Lasst uns ein paar Mal zusammen atmen. Beim Einatmen, ich atme ein und weiß, ich bin lebendig. Ich atme aus, ich lächle dem Leben entgegen. Habt Freude an eurem Atem. Every time I practice mindful breathing, I come back to be alive again. And that is why I practice mindful breathing all day. Jedes Mal, wenn ich achtsames Atmen übe, werde ich wieder lebendig. Und daher praktiziere ich das achtsame Atmen den ganzen Tag. The Buddha left behind a very important text on the teaching of mindful breathing. Der Buddha hinterließ einen sehr wichtigen Text zur Belehrung über das achtsame Atmen. And when I first studied that text, I felt like I was the luckiest person, happiest person on earth. Und als ich zum ersten Mal diesen Text studierte, hatte ich das Gefühl, ich sei der glücklichste Mensch der Welt. In that discourse on the practice of mindful breathing, the Buddha offered us 16 ways of breathing. In diesem Diskurs über das achtsame Atmen gibt uns der Buddha die Anleitung für 16 Arten des achtsamen Atmens. There are practices that can help us to calm our emotions. Es sind Praktiken, die uns helfen können, unsere Emotionen zu beruhigen. There are exercises that help us to calm our body. Es gibt Übungen, die uns helfen, unseren Körper zu beruhigen. To take care of our anger. Übungen, die sich um unsere Wut kümmern. To help us looking deeply into the nature of our despair. To look deeply into the nature of our despair. Und Übungen, die uns helfen, in die Natur unserer Verzweiflung zu schauen. And to free us from these afflictions.
und uns von widerstreitenden Dingen zu befreien. There are also exercises that help you to concentrate your mind on the present moment. Es gibt Übungen, die uns helfen, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. And to touch life deeply again in that moment. Und mit dem Leben tief in diesem Moment in Berührung zu kommen. If we are not able to establish ourselves in the present moment, we are not truly alive. Wenn wir nicht in der Lage sind, selbst im gegenwärtigen Moment anzukommen, sind wir nicht vollständig lebendig. We get lost in the past, or in the future, or in our worries, our projects. Wir verlieren uns, sei es in der Vergangenheit oder in der Zukunft, in unserem Körper, in irgendwelchen Projekten. And that is why to practice breathing in order to go back to the present moment is also described as the practice of self-resurrection. Und so daher ist diese Praxis des achtsamen Atmens und zurückzukommen zum gegenwärtigen Moment beschrieben als eine Praxis der Wiederauferstehung. The French novelist Albert Camus, he described people who don't live with mindfulness as people who live as dead men and women. Der französische Schriftsteller Camus beschrieb Menschen, die nicht achtsam leben, als tote Männer und Frauen. If we practice looking around us with attention, we will discover that many people are living like dead men and dead women. Wenn man einmal tief schaut und voller Achtsamkeit die Menschen um sich herum, wird man feststellen, dass viele wie Tote leben. They are not capable of living in the present moment. They always get lost in the past or in the future. Sie sind nicht in der Lage, im gegenwärtigen Moment zu leben. Sie verlieren sich immer in der Vergangenheit oder der Zukunft. They look like they circulate around us, but they are not truly alive. They are like people who carry their dead body on their shoulders. Sie sehen zwar so aus, als würden sie sich um uns herum bewegen, aber sie sind nicht wirklich lebendig. Es ist so, als würden sie einen toten Körper auf ihren Schultern tragen. Every time you begin to practice mindful breathing, you become alive again and you perform the miracle of being alive. Jedes Mal, wenn du zurückkehrst in den gegenwärtigen Moment, wirst du wieder lebendig und du wiederholst das Wunder des Lebens. To be there alive and to smile is the greatest miracle of all. Da zu sein, lebendig und zu lächeln, ist das größte aller Wunder. And many of us do not know how to manage, to run our days and our months. Instead of cherishing the days and the months that are offered us to live, we destroy them because we don't know the art of living deeply every moment of our daily life. Viele Menschen verstehen gar nicht, wie sie mit ihren Tagen oder ihren Monaten umgehen sollen oder wie sie alles in den Griff bekommen können. Und statt sich dieses Momentes und dieser Tage und Monate zu erfreuen, zerstören sie sie, weil sie nicht in der Lage sind, lebendig im gegenwärtigen Moment anwesend zu sein. To practice meditation is to go back to the present moment and become alive again. Meditation zu praktizieren bedeutet, in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen und wieder lebendig zu sein. To practice meditation means to practice being truly present. Meditation zu praktizieren bedeutet, zu üben, tatsächlich präsent zu sein. And if you can establish yourself in the present moment, if you can touch life deeply in the present moment, your vision of reality of life will be very deep. Und wenn du in der Lage bist, im gegenwärtigen Moment anzukommen und dort mit dem Leben tief in Berührung zu kommen,
wird auch die Vision vom Leben und von der Welt sehr tiefgehend sein. And the practice of looking deeply into the heart of reality to discover the true nature of what is there, that is the heart of meditation. Und tatsächlich zutiefst zu schauen und zu tief in die Realität zu schauen und zu entdecken, was dort eigentlich ist, das ist das Herz der Meditation. Touching deeply and looking deeply, that is something possible only if you are there, truly present. Etwas zutiefst zu berühren und zutiefst zu sehen, ist nur möglich, wenn du tatsächlich in der Präsenz angekommen bist. And the practice of deep looking, deep touching will bring us the understanding, the vision that will be able to liberate us from our suffering. Und dieses tiefgehende Schauen und tiefgehende Berühren wird uns zu dem Verständnis verhelfen, was wir brauchen, um uns selbst zu befreien. Suppose you are there, standing with a few friends, and contemplating a beautiful sunset. Stellt euch vor, ihr seid versammelt mit ein paar Freunden und kontempliert einen wunderschönen Sonnenuntergang. If you are not really present in the moment, the beautiful sunset will not be for you. Wenn ihr nicht wirklich präsent seid in diesem Moment, wird es keinen wunderschönen Sonnenuntergang für euch geben. The more you are present, the deeper you are present, the more beautiful the sunset becomes. Je mehr ihr anwesend seid und je tiefgehender ihr anwesend seid, umso schöner wird dieser Sonnenuntergang sein. There are many wonders of life around us and inside us. Es gibt viele Buddhas des Lebens um uns und in uns. And if we are not there to touch and look deeply these wonders of life, are not for us. Also es gibt viele Wunder um uns herum und in uns. Und wenn wir nicht in der Lage sind, zutiefst zu schauen und zutiefst damit in Berührung zu kommen, werden sie für uns auch nicht existieren. The practice of being there to touch deeply and to look deeply help us to reveal all the beauties of life. Diese Praxis des zutiefst Schauens und zutiefst mit allem in Berührung zu kommen, wird all die Schönheiten des Lebens vor uns enthüllen. Joy and happiness cannot be possible without that kind of practice. Freude und Glück ist ohne solch eine Praxis nicht möglich. And when you focus your attention on your pain, your suffering, touch it deeply and look into it deeply, you'll be able to discover its nature. Wenn du zutiefst in deinen Schmerz und dein Leid schaust und damit in Berührung kommst, wirst du seine wahre Natur entdecken können. And you will discover how that pain, that depression, that despair has been made. Und du entdeckst, wie dieser Schmerz, diese Depression oder diese Verzweiflung entstanden ist. And once you got that kind of vision, that kind of understanding, would you be able to transform your pain, your despair? Hast du einmal diese Sichtweise, diese Vision oder dieses Verständnis, dann wirst du auch in der Lage sein, diese Verzweiflung oder diesen Schmerz zu verwandeln. In the tradition of Buddhism, we don't speak much about salvation by grace, but we speak about liberation by understanding. In der buddhistischen Tradition sprechen wir nicht so sehr um das Erlösen durch Gnade, sondern über Befreiung durch Verständnis. Deep vision, deep understanding, prajna, is the fruit of being there and looking deeply. Tiefgehende Vision und tiefes Verstehen
Prajna ist das Ergebnis des Übens, des tiefen Schauens und Daseins. And this practice is not reserved only for monks and nuns. It is the practice that all of us can do and must do. Diese Praxis ist nicht nur den Mönchen und Nonnen vorbehalten. Es ist eine Praxis, die wir alle tun können und sollten. If the relationship between you and the person you love has become difficult. Wenn die Beziehung zwischen dir und einem Menschen, den du liebst, schwierig geworden ist. And then you have to be there and practice looking deeply into the nature of that relationship. Dann musst du da sein und das tiefe Schauen in diese Beziehung üben. And you practice mindfulness of thinking, of talking, of looking, so that you will discover the causes that have made the relationship difficult. Wenn du übst, achtsam zu sein auf das, was du denkst, was du sagst, dann wirst du auch entdecken, was die Ursachen dieses Problems in dieser Beziehung sind. If communication has become impossible, you discover that because we do not have the capacity of listening and of loving speech. Wenn die Kommunikation unmöglich geworden ist, wenn wir entdecken, dass es daran liegt, dass wir nicht in der Lage sind, zuzuhören oder liebevoll zu sprechen. The practice of deep listening is so important to restore communication between people. Die Praxis des tiefgehenden Zuhörens ist so wichtig, um die Kommunikation zwischen Menschen wiederherzustellen. We have to look deeply to see why we are not capable anymore to listen to him or to her. Und wir müssen schauen, wir müssen tiefgehend schauen, um festzustellen, warum wir nicht in der Lage sind, mit ihm oder ihr noch zu kommunizieren. We have agreed that it's very important to listen to him or to her, because listening to that we can relieve him or her of a lot of suffering. Und wir müssen damit übereinstimmen, dass wir üben müssen, ihm oder ihr tiefgehend zuzuhören, weil wir dadurch sein oder ihr Leid, sie von ihrem Leid leicht erlindern können. We understand that, but we find out that we are not able to listen deeply and with compassion. Das wissen wir und verstehen wir und stellen doch fest, dass wir nicht in der Lage sind, tief und mitfühlend zuzuhören. And we find out that if we cannot listen deeply and with compassion, because we don't know how to handle the irritation and the anger in us. Und wir stellen fest, dass wir nicht tiefgehend und voller Mitgefühl zuhören können, weil wir nicht in der Lage sind, mit unserer eigenen Gereiztheit oder unserem eigenen Wut in uns umzugehen. And once we have found out these things, we would know how to speak. Dear friends, I walk slowly, but I also eat very slowly. Liebe Freunde, ich gehe langsam, aber ich esse auch langsam. I don't know how much time you use for eating lunch, but in Plum Village, at least 1 hour is needed. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr braucht, um ein Mittagessen zu essen, aber in Plum Village brauchen wir mindestens 1 Stunde. We learn to chew our food about 50 times. Und wir lernen, unser Essen mindestens 50 Mal zu kauen. And during the time of eating, we learn how to be aware of the presence of the food and also the presence of members of the Sangha that are around us. Und während wir essen, lernen wir es, uns gewahr zu sein der Präsenz des Essens und der Präsenz der Sangha-Mitglieder, die mit uns essen. And we learn to eat in such a way that during the time of eating, peace and joy be possible.
Und wir versuchen so zu essen, dass wir in der Zeit des Essens Frieden haben und uns wirklich erfreuen daran. And that is not practice only during retreats. It is the practice of every day. Und das ist nicht nur eine Praxis oder Übung, die wir während Retreats machen, sondern das ist etwas, was wir täglich machen. Maybe some people will think that we don't make good use of our time, but that's the way we eat. Manche Menschen denken, wir nutzen unsere Zeit nicht gut, wenn das schon die Art ist, wie wir essen. I have found that if you eat slowly, you don't have to eat a lot. Ich habe herausgefunden, dass wenn man langsam isst, man nicht viel essen muss. And if you chew your food carefully, and then with less food, you get the same amount of nutrition or even more. Und wenn du das Essen sorgfältig kaust, hast du mit weniger Essen dich genauso gut ernährt, wenn nicht sogar besser. And you learn to eat in such a way that compassion be born in us during the time of eating. Und wir lernen es auch so zu essen, dass in der Zeit des Essens Mitgefühl in uns erweckt wird. The Buddha, our teacher, told a story about a young couple who tried to cross the desert with their young little boy. Und der Buddha hat uns eine Geschichte erzählt von einem Paar, das versucht hat, mit ihrem jungen Sohn die Wüste zu durchqueren. They brought along food and water, and in the middle of the journey, they found out that the amount of food and drink they brought was not enough. They were going to die, three of them, because of hunger. Und sie hatten Nahrung und Wasser bei sich, aber in der Mitte der Wüste stellten sie fest, dass es nicht genug Essen war, sondern dass sie alle verhungern werden. And when they found out that, they made a very difficult decision, that is to kill their little boy in order to eat the flesh, hoping that you'll be able to go out of the desert. Und als sie dies feststellten, trafen sie eine sehr schwierige Entscheidung. Sie entschlossen sich, den Jungen zu töten und sein Fleisch zu essen, um in der Lage zu sein, die Wüste zu durchqueren. And every day after having eaten a piece of their son's flesh, both the young father and the young mother cried and say, "Where are you, my beloved son?" Und jeden Tag, nachdem sie dieses Fleisch gegessen hatten, weinten der Vater und die Mutter und fragten, wo bist du, geliebter Sohn? But finally they were able to get out of the desert and survive, both of them. Letztlich waren sie in der Lage, das Ende der Wüste zu erreichen, und sie überlebten beide. And after having told the story, the Buddha turned to his monks and nuns and asked this question, "My friends, do you think that the young couple enjoy eating the flesh of their little boy?" Und nachdem der Buddha diese Geschichte erzählt hatte, fragte er seine Schüler, "Glaubt ihr, dass dieser Vater und diese Mutter Freude daran hatten, ihren jungen Sohn zu essen?" And all the monks and nuns replied that it would be impossible for anyone to enjoy eating the flesh of their own son or daughter. Und alle Mönche und Nonnen antworten, dass wohl niemand auf der Welt Freude daran finden könnte, den eigenen Sohn oder die eigene Tochter zu essen. Then the Buddha said that if we do not eat mindfully, we are like eating the flesh of our own little boy. Und der Buddha sagte, wenn wir nicht achtsam essen, ist es genauso, als würden wir das Fleisch unseres eigenen Sohnes essen. By not eating mindfully, we destroy our own body. That is something that has been transmitted to us by our parents and ancestors. Wenn wir nicht achtsam essen,
zerstören wir dadurch unseren eigenen Körper, diesen Körper, der uns mitgegeben wurde von unseren eigenen Eltern und Vorfahren. And by not eating mindfully, we ruin our body and we hand it down to the next generation, suffering and pain. Und wenn wir nicht achtsam essen, ruinieren wir unseren Körper und geben damit an die nächste Generation Leid und Schmerz weiter. When we ingest the kind of food that will bring toxins and poisons into our body, we are destroying ourselves and we are destroying the bodies of our parents and ancestors that are in us. Wenn wir Dinge in uns, zu uns nehmen, die toxisch sind oder die giftig für unseren Körper sind, zerstören wir ihn und zerstören damit diesen Körper unserer Eltern und unserer Vorfahren. And when we ingest toxins and poisons while eating, we destroy our children and their children at the same time. Und wenn wir Dinge zu uns nehmen, die toxisch sind oder giftig, zerstören wir damit auch den Körper für unsere Kinder gleichzeitig. And that is why eating not with mindfulness is like eating the flesh of our own children. Und daher ist ein unachtsames Essen genauso, als würde man die eigenen Kinder essen. According to statistics made by the UNESCO, 40,000 children die every day because of the lack of food and nutrition. Laut Statistiken der UNESCO sterben täglich 40,000 Menschen aufgrund von Nahrungsmangel. Every day. Jeden Tag. And if we eat not mindfully and if we drink mindfully, we are really eating the flesh of these babies and children. Also 40,000 Kinder. Und wenn wir nicht achtsam essen und achtsam trinken, essen wir an sich tatsächlich das Fleisch dieser Babys und Kinder. Eating with mindfulness means when you eat a piece of meat, you look deeply and you know how much cereal, how much grains people have used in order to fabricate that little piece of meat. Achtsam zu essen heißt, wenn du ein Stück Fleisch isst, du dir dabei gewahr bist, wie viel Nahrung, also wie viel Getreide eigentlich gebraucht wurde, um dieses kleine Stück Fleisch herzustellen. When you drink your liquor with mindfulness, you will find out that a great deal of grain has been used in order to make the liquors for us. Wenn du Alkohol trinkst, voller Achtsamkeit und tief hineinschaust, wirst du feststellen, wie viel Getreide dafür verbraucht wurde, um diesen Alkohol herzustellen. And a professor in France said that if only the developed countries in the West reduce the eating of meat and the drinking of alcohol by 50%, the problem of hunger in the world may already be solved. Ein französischer Professor hat festgestellt, wenn die sogenannten entwickelten Länder im Westen ihren Fleischverbrauch und ihren Alkoholverbrauch nur um 50% reduzieren würden, wäre das Hungerproblem in der gesamten Welt gelöst. The 40,000 children and babies who die every day because of the lack of food and nutrition, they are our children and little children, grandchildren. Diese 40,000 Kinder und Babys, die jeden Tag an Unterernährung sterben, sind unsere Kinder, wie unsere Kinder. And if we drink and eat not mindfully, it is exactly that we are eating the flesh of our own children. Wenn wir nicht achtsam essen und trinken, ist es tatsächlich so, als würden wir das Fleisch unserer eigenen Kinder essen. And that is why eating or drinking may destroy compassion that is within us. Und so kann Essen und Trinken Mitgefühl in uns zerstören, was in uns eigentlich vorhanden ist.
If we learn how to eat and drink mindfully, we be able to develop compassion in us. Wenn wir lernen, achtsam zu essen und zu trinken, werden wir lernen, Mitgefühl in uns zu entwickeln. Without compassion in our heart, we cannot be a happy person. Ohne Mitgefühl im Herzen können wir kein glücklicher Mensch sein. Without compassion in our heart, we cannot relate to living creatures around us. Ohne Mitgefühl im Herzen können wir uns nicht in Bezug setzen zu Menschen oder lebendigen Wesen in unserem Umfeld. Without that energy of compassion in our heart, we cannot open ourselves to the world outside. We become completely cut off from the world. Ohne Mitgefühl in unserem Herzen oder die Energie des Mitgefühls in unserem Herzen können wir uns nicht der Welt gegenüber öffnen. Wir sind von ihr abgeschnitten. And that is why it's very important that we keep compassion alive in us and we practice eating and drinking in such a way that the energy of compassion could be generated in each of us. Und so ist es wichtig, Mitgefühl in uns zu erwecken und zu erhalten und dass wir auf eine Art und Weise essen und trinken, dass Mitgefühl in uns, in jedem von uns, erzeugt werden kann. If we look deeply into the way we grow our food, we will see that we are doing the same with many species of living beings. We are eating their flesh because a lot of them die and disappear from our planet because of the way we grow our food. Auch wenn wir uns anschauen, wie wir unsere Nahrung eigentlich wachsen lassen, werden wir entdecken, wenn wir tief hinschauen, dass auch hier wir das Fleisch vieler Lebewesen essen. Durch die Art und Weise, wie wir es wachsen lassen, zerstören wir viele Lebewesen auf dieser Welt. The Buddha used a very drastic kind of image in order to wake us up to the reality that we are living in. Der Buddha benutzte ein sehr drastisches Bild, um uns aufzuwecken und uns sehen zu lassen, in welcher Realität wir eigentlich leben. If there will be a future, and that depends somehow on our way of consuming and eating every day. Die Zukunft hängt in vieler Hinsicht davon ab, wie wir jeden Tag konsumieren oder essen. According to the Buddha's teaching, for a future to be possible, you should practice loving. Gemäß der Lehren des Buddhas heißt es, damit eine Zukunft überhaupt möglich sein kann, müssen wir lieben üben. Without love, the world cannot survive. Without love, one cannot be happy. Ohne Liebe kann die Welt nicht überleben. Ohne Liebe können wir nicht glücklich sein. And love is an art that we have to learn. Und Liebe ist eine Kunst, die wir lernen müssen. And the teaching of love in Buddhism is so deep, is so clear that we can learn and apply it in our daily life. Und die Lehren über die Liebe, die der Buddha uns gab, sind so tiefgehend und auch so klar, und wir können lernen, sie in unserem täglichen Leben anzuwenden. Tonight I would like to share with you some of the practice of true love. Und heute Abend möchte ich gerne einige dieser Praktiken über wahre Liebe mit euch teilen. I would not be happy if I only offer you ideas. Ich wäre nicht glücklich, wenn ich euch nur Ideen darbringen würde. According to the teaching of the Buddha, to love first of all means to be there, to be present. Gemäß der Lehren des Buddhas bedeutet zu lieben erst einmal da zu sein, präsent zu sein. How can you love if you are not there? Wie kann man lieben, wenn man nicht da ist? I know a father who told his little boy that he would like to buy him a birthday present,
And he would like to know what kind of birthday present his son would like to have. Ich kenne einen Vater, der seinem Sohn sagte, ich möchte dir ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Und er fragte ihn, was möchtest du denn haben? The young man was confused. It seemed that he did not need anything. Der junge Mann war etwas verwirrt. Es schien, als würde er nichts brauchen. His father is a very rich, extremely rich businessman and could afford to buy him anything he wants. Der Vater war ein sehr reicher Geschäftsmann und hätte ihm alles kaufen können, was er nur wollte. The young man wanted just one thing, but he knew that that thing could not be bought. Und der junge Mann wollte eigentlich nur eines, aber er wusste auch, dass man das nicht kaufen konnte. And that is the presence of his father for him. Und das war die Präsenz, die Gegenwart seines Vaters für ihn. So that is why after a few moments of reflection he said, Daddy, I want you. Und nach einem kurzen Moment des Nachdenkens sagte er daher, Vater, ich möchte dich. You might be very rich. You might be very famous, but are you able to offer your presence, your true presence, to the person you love the most in the world? Du kannst sehr reich sein und sehr berühmt, aber bist du wirklich in der Lage, demjenigen, den du am meisten liebst, deine Präsenz zu gewähren? Because your presence is the most precious gift you can make to the person you love. Denn deine Präsenz ist das kostbarste Geschenk, was du dem, den du am meisten liebst, geben kannst. And that is why, according to the Buddhist teaching, to love is first of all to make yourself present and available to the person you love. Und daher ist gemäß der Lehren des Buddhas eben dieses zu lernen, zu lieben, genau die Art und Weise, wie man sich selbst zum Geschenk macht und sich selbst zur Verfügung stellt für denjenigen, den man liebt. In order to be there for the person you love, you have to struggle in order to get rid of the things that do not allow you to be really there. Namely, you have to fight for your freedom. Um tatsächlich da zu sein für den anderen, musst du erst einmal gegen all das ankämpfen, was dich daran hindert, tatsächlich da zu sein. Das heißt, du musst um deine Freiheit kämpfen. Each of us is bound to so many things. Jeder von uns ist an so viele Dinge gebunden. And because of that, we cannot be really there for the person we love. Und aus diesem Grund können wir nicht wirklich für denjenigen da sein, den wir lieben. And that is why love here also means the fight to restore, to get back your freedom. Und aus diesem Grunde heißt hier lieben anzukämpfen, also zu kämpfen, um überhaupt diese Freiheit wiederzugewinnen. In the Buddhist tradition, we have many ways of practicing in order to be able to free ourselves. In der buddhistischen Tradition haben wir sehr viele Übungen, die uns helfen können, uns zu befreien. For instance, you practice breathing in mindfully, saying that I am really here, alive. And you breathe out calmly, and you smile, and you say, I'm smiling to life. Und so gibt es zum Beispiel die Praxis der Achtsamkeit. Man atmet ein, achtsam, und sagt sich selbst, ich bin wirklich hier, lebendig. Und man atmet aus, lächelnd, und sagt, ich lächle dem Leben entgegen. And if you can breathe in and out like that two or three times, you will be able to be free again from these preoccupations. Und wenn man nur zwei oder dreimal auf diese Art und Weise atmet, kann man frei sein, frei von all seinen Sorgen. Breathing in, I know I am alive sitting here. Breathing out, I smile to life. Einatmend weiß ich, dass ich lebendig bin, hier während ich sitze. Ausatmend lächle ich dem Leben entgegen. According to the Buddha, life is available only in the present moment. Gemäß des Buddhas gibt es das Leben nur im gegenwärtigen Moment. He said that the past is already
gone, and the future is not yet there. Er sagt, die Vergangenheit ist schon vorbei und die Zukunft ist noch nicht gekommen. There is only one moment for you to be alive. That is the present moment. Es gibt nur einen Moment, in dem man lebendig sein kann, und das ist der gegenwärtige Moment. Life can be touched only in the present moment if you miss your appointment with the present moment. You miss the appointment with life. Mit dem Leben kann man nur im gegenwärtigen Moment in Berührung kommen. Verpasst man diesen gegenwärtigen Moment, verpasst man das Leben. That is why to go back to the present moment and to be alive in the present moment is the most important practice of Buddhist meditation. Daher zurück zum gegenwärtigen Moment zu kommen und damit in Kontakt zu kommen, ist eigentlich das Wichtigste an der buddhistischen Meditation. Let us practice breathing in and out together a few times. Breathing in, I know I am alive. Breathing out, I smile to life. Enjoy your breathing. Lasst uns ein paar Mal zusammen atmen. Beim Einatmen, ich atme ein und weiß, ich bin lebendig. Ich atme aus, ich lächle dem Leben entgegen. Habt Freude an eurem Atem. Every time I practice mindful breathing, I come back to be alive again. And that is why I practice mindful breathing all day. Jedes Mal, wenn ich achtsames Atmen übe, werde ich wieder lebendig. Und daher praktiziere ich das achtsame Atmen den ganzen Tag. The Buddha left behind a very important text on the teaching of mindful breathing. Der Buddha hinterließ einen sehr wichtigen Text, die Belehrung über das achtsame Atmen. And when I first studied that text, I felt I was the luckiest person, happiest person on earth. Und als ich zum ersten Mal diesen Text studierte, hatte ich das Gefühl, ich sei der glücklichste Mensch der Welt. In that discourse on the practice of mindful breathing, the Buddha offered us 16 ways of breathing. In diesem Diskurs über das achtsame Atmen gibt uns der Buddha die Anleitung für 16 Arten des achtsamen Atmens. There are practices that can help us to calm our emotions. Es sind Praktiken, die uns helfen können, unsere Emotionen zu beruhigen. There are exercises that help us to calm our body. Es gibt Übungen, die uns helfen, unseren Körper zu beruhigen. To take care of our anger. Übungen, die sich um unsere Wut kümmern. To help us looking deeply into the nature of our despair. To look deeply into the nature of our despair. Und Übungen, die uns helfen, in die Natur unserer Verzweiflung zu schauen. And to free us from these afflictions. Und uns von widerstreitenden Dingen zu befreien. There are also exercises that help you to concentrate your mind on the present moment. Es gibt Übungen, die uns helfen, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. And to touch life deeply again in that moment. Und mit dem Leben tief in diesem Moment in Berührung zu kommen. If we are not able to establish ourselves in the present moment, we are not truly alive. Wenn wir nicht in der Lage sind, selbst im gegenwärtigen Moment anzukommen, sind wir nicht vollständig lebendig. We get lost in the past, or in the future, or in our worries, our projects. Wir verlieren uns, sei es in der Vergangenheit oder in der Zukunft, in unserem Körper, in irgendwelchen Projekten. And that is why to practice breathing in order to go back to the present moment is also described as the practice of self-resurrection.
Und so, daher ist diese Praxis des achtsamen Atmens und zurückzukommen zum gegenwärtigen Moment beschrieben als eine Praxis der Wiederauferstehung. The French novelist Albert Camus, he described people who don't live with mindfulness as people who live as dead men and women. Der französische Schriftsteller Camus beschrieb Menschen, die nicht achtsam leben, als tote Männer und Frauen. If we practice looking around us with attention, we will discover that many people are living like dead men and dead women. Wenn man einmal tief schaut und voller Achtsamkeit die Menschen um sich herum, wird man feststellen, dass viele wie Tote leben. They are not capable of living in the present moment. They always get lost in the past or in the future. Sie sind nicht in der Lage, im gegenwärtigen Moment zu leben. Sie verlieren sich immer in der Vergangenheit oder der Zukunft. They look like they circulate around us, but they are not truly alive. They are like people who carry their dead body on their shoulders. Sie sehen zwar so aus, als würden sie sich um uns herum bewegen, aber sie sind nicht wirklich lebendig. Es ist so, als würden sie einen toten Körper auf ihren Schultern tragen. Every time you begin to practice mindful breathing, you become alive again and you perform the miracle of being alive. Jedes Mal, wenn du zurückkehrst in den gegenwärtigen Moment, wirst du wieder lebendig und du wiederholst das Wunder des Lebens. To be there alive and to smile is the greatest miracle of all. Da zu sein, lebendig und zu lächeln, ist das größte aller Wunder. And many of us do not know how to manage, to run our days and our months instead of cherishing the days and the months that are offered us to live. We destroy them because we don't know the art of living deeply every moment of our daily life. Viele Menschen verstehen gar nicht, wie sie mit ihren Tagen oder ihren Monaten umgehen sollen oder wie sie alles in den Griff bekommen können. Und statt sich dieses Momentes und dieser Tage und Monate zu erfreuen, zerstören sie sie, weil sie nicht in der Lage sind, lebendig im gegenwärtigen Moment anwesend zu sein. To practice meditation is to go back to the present moment and become alive again. Meditation zu praktizieren bedeutet, in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen und wieder lebendig zu sein. To practice meditation means to practice being truly present. Meditation zu praktizieren bedeutet, zu üben, tatsächlich präsent zu sein. And if you can establish yourself in the present moment, if you can touch life deeply in the present moment, your vision of reality of life will be very deep. Und wenn du in der Lage bist, im gegenwärtigen Moment anzukommen und dort mit dem Leben tief in Berührung zu kommen, wird auch die Vision vom Leben und von der Welt sehr tiefgehend sein. And the practice of looking deeply into the heart of reality to discover the true nature of what is there, that is the heart of meditation. Und tatsächlich zu tief zu schauen und zu tief in die Realität zu schauen und zu entdecken, was dort eigentlich ist, das ist das Herz der Meditation. Touching deeply and looking deeply, that is something possible only if you are there truly present. Etwas zutiefst zu berühren und zutiefst zu sehen, ist nur möglich, wenn du tatsächlich in der Präsenz angekommen bist. And the practice of deep looking, deep touching will bring us the understanding, the vision that will be able to liberate us from our suffering. Und dieses tiefgehende Schauen
und tiefgehende Berühren wird uns zu dem Verständnis verhelfen, was wir brauchen, um uns selbst zu befreien. Suppose you are there, standing with a few friends and contemplating a beautiful sunset. Stellt euch vor, ihr seid versammelt mit ein paar Freunden und kontempliert einen wunderschönen Sonnenuntergang. If you are not really present in the moment, the beautiful sunset will not be for you. Wenn ihr nicht wirklich präsent seid in diesem Moment, wird es keinen wunderschönen Sonnenuntergang für euch geben. The more you are present, the deeper you are present, the more beautiful the sunset becomes. Je mehr ihr anwesend seid und je tiefgehender ihr anwesend seid, umso schöner wird dieser Sonnenuntergang sein. There are many wonders of life around us and inside us. Es gibt viele Buddhas des Lebens um uns und in uns. And if we are not there to touch and look deeply, these wonders of life are not for us. Also es gibt viele Wunder um uns herum und in uns. Und wenn wir nicht in der Lage sind, zutiefst zu schauen und zutiefst damit in Berührung zu kommen, werden sie für uns auch nicht existieren.